Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode. Was spielen wir denn wieder, Leute? Wir spielen, na klar, Ender Games, wie ihr seht. Wo sind die Kisten? Ich weiß es nicht genau. Nein. Wir spielen UAC Run auf dem play.epicq.eu Server. Wir spawnen sogar relativ cool mit sehr vielen Schafen nebenan. Die können wir schon mal alle mitnehmen, damit wir schon mal genügend an Leder haben für Bücherregale. Wir spawnen generell im Fichtenwald, ist auch nicht schlecht, auch wenn da die Apfel-Drop-Rate irgendwie kacke ist, finde ich. Wir sehen uns dann im Intro wieder. Wenn ihr Bock habt, habt ihr Bock? Ich glaube schon. Bis gleich, Leute. Juhu! So, ich habe jetzt Neta gefunden, Leute. Allerdings keine Rüstung an. Und letzte Folge habe ich euch ja ein bisschen gefragt, wie ihr das Ganze seht mit UHC und 1.11 und was ihr euch so erhofft. Ich habe sowohl in den Videos als auch in den Streams einige Kommentare bekommen. Viele davon wurden halt gelöscht, weil es halt Links enthalten haben. Das ist ein bisschen doof gewesen von mir, da euch nach Server zu fragen. Tut mir voll leid für die, die da vielleicht irgendwie jetzt die Nachricht geschrieben haben, aber die irgendwie nicht angezeigt worden ist. Ich kann die trotzdem lesen, aber nur im Spam-Ordner der Folge. Also, es gab einige, die haben halt IPs geschrieben zu anderen Servern und ich denke, ich werde mich da auch mal umgucken irgendwann einmal. Aber es gab auch viele, die halt gesagt haben, naja, viele waren es jetzt nicht wirklich, aber doch schon ein paar, die meinten, dass sie das ähnlich wie ich sehen und erstmal ausprobieren. Je nachdem, ich glaube, UAC läuft ja auch schon auf der 1.11 hier, ne? Es gibt, glaube ich, da verschiedene Versionen von UAC. Und wo sind wir hergekommen, Leute? Ich weiß es nicht genau. Aber ja, es gibt, glaube ich, schon eine andere Version davon. Aber da muss man halt mal abwägen, was dann letztendlich vielleicht der Durchbruch ist. Ich bin gespannt. Ich bin nicht sicher, wie ich das Ganze machen werde. Ich freue mich auf die 1.11, um es mal auszuprobieren, aber ich bin gespannt, ob ich danach noch Bock habe auf UAC oder wo wir es dann irgendwann spielen werden. Ich weiß es nicht genau. Die Schlucht hier, by the way, ist nicht so geil. Die habe ich schon ein bisschen eben kurz gelootet, Leute, aber das ist kacke hier. Deswegen gehen wir nach oben und schauen uns anderweitig um. So, wir sind ja gerade an der Border, Leute. Da habe ich eine Höhle gefunden. Ich habe wirklich keine Höhlen gefunden und auch keine Diamanten weiterhin. Wir haben Kopf und Fuß. Steht ihm gut. Hänschen klein. Ging allein. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken, dass wir hier einigermaßen jetzt fresh werden. Aber kein Grund zur, naja, wie sagt man denn? Zur Angst, zur, dass wir es nicht mehr schaffen können. Ich weiß nicht, wie es heißt. Weil hinten raus können wir gut pupsen, Leute. Das kann man halt, weil da ist der Popo. Aber nein, wir können hinten raus auch nochmal einige Diamanten finden, weil wir haben halt Nether gefunden. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen im erstmal. Wir haben wenig Äpfel, aber ey, alles cool. Wir haben 24 Diamanten. Das reicht auch für 3 weitere Äpfel. Ist in Ordnung. 4 Äpfel dürfen erstmal soweit reichen. Hier sind noch ein paar Diamanten und so. Das ist eben so das Problem, dass man eben gucken muss, wo man bleibt irgendwie. Wir haben aber jetzt genügend Dias. Das ist alles super. Und wir haben noch genügend Zeit. Nur natürlich wird es irgendwie, wir machen so mal extra Schuhe für Wasserläufer. Ihr wisst ja Bescheid. Ist eben so die Sache, wenn du dann irgendwie Diamanten hast oder auch nicht hast, ist eigentlich vollkommen egal. Du musst halt wissen, du brauchst mit Neta ungefähr 3 Minuten, um zu verzaubern. Vielleicht 3,5. Ich brauche mittlerweile fast 3,5 irgendwie. Ja, ist in Ordnung. Dann weißt du, wo der Hase läuft. Dann machst du vielleicht erstmal keine Hose. Also ich mach's immer so, ich mache ganz gerne Kopf und Fuß und Harnisch. Und eine Hose mache ich halt eventuell dann auch nochmal. Aber Hauptsache noch 2 Dias übrig lassen für ein Schwert. Und wenn man halt relativ viele Bücher hat, was wir auch aktuell haben, können wir uns ein Schwert auch zusammen craften durch Bücher. Ist also alles relativ chillig. Muss man eben nur wissen, wie man es am besten anstellt. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn man das so macht. Oh, da ist Lava. Einfach ein bisschen gechillt an die Sache rangehen und ja, da machst du es eben schon. Also nicht irgendwie dann Angst bekommen, wenn du dann noch keine Höhle hast. Im Zweifel einfach mal nach unten stacken, so bei, naja, jetzt so, bei 5 Minuten nach unten stacken und dann findest du auch noch vielleicht ein paar Diamanten durch Strip Mine oder so oder eine Höhle oder so. Also, das wird man schon schaffen. Ich glaube, Full Iron aus der Farming-Phase rauszugehen, ist eine Sache, die kann man schaffen. Sollte man auch schaffen irgendwie. So, wir haben hier noch ganz viel Gold, aber wir machen erstmal ganz kurz das da. Und zwar stellen wir die Tränke auf und enchanten dann schon einmal. Und heute mal wieder ein bisschen mehr Enchantings und so. Ja, also wir machen zuerst ein Buch. Das bekommen wir auf jeden Fall mit Schärfe 2.
dann bekommen wir eigentlich erstmal nichts Geiles normalerweise. Dann müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo Prot 2 drauf bekommen. Meistens aber auch fast gar nicht. Oftmals auf dem Helm, dass wir da Prot 2 drauf bekommen. Da ist der Helm. Aber auch hier nur Schutz 1. Dann nehmen wir halt Schutz 1. Wir haben 2 Schutz 1 Bücher, können also noch zusammen craften. Wir haben über einen Stack Bottles, können also jetzt schon mal zusammen craften. Das mache ich ganz gerne, um das Inventar halt nicht so wild zu haben. So ein bisschen aufgeräumter und so. Ist auch ganz wichtig, glaube ich. Jetzt nochmal Schwert, Verbrennung auf dem zweiten Slot. Verbraucht nur 2 Level, ist super. Ah, ja, okay, es ist in Ordnung, können wir so nehmen. Das heißt aber, da wir jetzt Verbrennung haben und Nemesis der Gliederfüßer, haben wir das Problem, dass wir jetzt gleich, wenn wir ein Buch mit Schärfe 3 haben, Schärfe 3 nicht auf das Schwert bekommen, weil wir müssen das Schwert zuerst reinpacken in den Amboss und danach das Buch. Und das heißt halt, wir machen übrigens nochmal dasselbe hier, weil alles kacke ist. Das heißt, du musst deine Schärfe 3 auf dem Schwert machen, damit du das Schärfe 1, Schärfe 3 Schwert auf den ersten Slot packen kannst. Weil du kannst ein Buch nicht vorne drauf packen im Amboss. Das geht halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Deswegen kostet uns ein paar mehr Level, aber es ist in Ordnung. Das sind ein paar Level, die kann man verschmerzen. Aber nur für euch, damit ihr wisst, wenn ihr irgendwie eine Verzauberung bekommt, die ihr nicht überspielen könnt. Sowas wie Explosionsschutz auf dem Harnisch zu haben, obwohl ihr, wenn ihr irgendwie Dornen seht auf dem Harnisch, nehmt Dornen, bekommt aber Explosionsschutz dazu oder Schusssicherheit, dann könnt ihr halt eben keinen Schutz 2 drauf machen, wenn ihr ein Buch habt. Dann müsst ihr eben Schutz 2 auf dem weiteren Harnisch machen, den Harnisch vorne ran klatschen und danach Dingens und dann passt das irgendwie. Wir hätten auch hier Schutz 2, können wir halt nehmen für die Schuhe, falls wir Wasserläufer bekommen sollten irgendwann einmal. 14 Level schon happig, aber ist okay. Bekommen wir den Wasserläufer auf die Schuhe? Ansonsten machen wir halt, oh, Schärfe 2 auf den Fall, super, nehmen wir mit. Dann haben wir schon mal Schärfe 3. Nochmal Schärfe 2. Nehmen wir auch sehr gerne mit. Und hier bekommen wir nichts Geiles drauf. Abchecken, da war was Affinität. Super. Also nochmal Schärfe 2 mitnehmen. Heißt, wir brauchen nur noch ein Schärfe 1 Buch eigentlich. Und oh, Wasserläufer, geil, nehmen wir natürlich mit. Dann bekommen wir Schärfe 4 eventuell, wenn wir dann ein Level haben. Ich glaube, es wird knapp mit den ganzen Leveln, weil es wird noch Heavy Metal. Sorry, ich musste gerade mal wieder wie wild husten. Ab und an habe ich nur so einen kleinen Hustenanfall. Deswegen habe ich mich mal kurz rausgeschnitten. Es ist momentan ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Wir haben übrigens nochmal Wasserläufer bekommen mit Schutz 2. Können also jetzt mit extrem vielen Leveln, können wir jetzt Schutz 3, Wasserläufer 2 machen. Was eigentlich ziemlich geil ist. Und können jetzt nochmal schauen, dass wir, genau, ihr seht es hier, Leute, jetzt gleich, passt mal auf. Wir machen so und so und so und so. Und jetzt ja, 2 Level dafür nochmal. Wir können Altschäfer 4 machen eventuell, aber wir müssen es clever machen, weil wir haben nicht mehr so viele Bottles. So, hier seht ihr, würden wir nicht Schärfe 3 drauf bekommen und so rum geht es eben nicht. Das heißt, du musst jetzt nochmal ein neues Schwert machen und das Schwert mit Schärfe 3 nehmen und dann vorne ranpacken und hinten ranpacken. Ne, ihr wisst, was ich sagen will, nur für die, die vielleicht keine Ahnung davon haben, wie man das richtig verzaubert, hier mal ein kleiner Tipp für euch, so macht man es dann eben. So, aber Schärfe 4 ist nicht mehr drin, wir holen uns lieber die Diamanten hier irgendwie. Vielleicht können wir es noch schaffen im Deathmatch durch Level, das wir schon wieder machen oder so. Ach, meine Stimme, ich weiß nicht, ich habe so einen Reizhusten, ist aber auch schon 2 Wochen alt, der Reizhusten. Ah, guck mal, ihr süßes kleines Baby, ist nur 2 Wochen alt. Nee, ist mein Reizhusten. Ja, es ist also momentan ein bisschen knifflig. Ich weiß nicht genau, woher er kommt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, kennt ihr das, wenn ihr Sachen immer wieder macht und dann irgendwie zur Angewohnheit werden, sowas wie Hustenanfälle, dass die irgendwann gar nicht mehr da sind, sondern fast schon chronisch sind. Also nicht chronisch in dem Sinne, aber einfach so, dass ihr dann, wir machen kurz Schärfe 3 nochmal auf Schwert, damit wir das vielleicht zusammen craften können später. Aber einfach, dass es halt irgendwie so eine Angewohnheit wird, wenn man das halt so oft macht, 2 Wochen lang, dass man dann irgendwann sagt, boah, es gehört halt zu mir oder so, eventuell. Kennt ihr das? Ich glaube schon. So, Leute. Deathmatch beginnt. So. Da vorne ist ein Typ. Da vorne sind 2 Typen. Ja, ich muss ihn leider abstauben, renown. Es geht nicht anders. Er wird sterben, oder? Super. Hatte 4 Äpfel dabei. Da ist der nächste. Wir haben leider gerade keinen Apfel drin. Das heißt, wir müssten mal kurz laufen. Haben also Wasserläufer 2. Das ist gut.
Heißt, wir können uns mal ein gemütliches machen. Machen hier ein paar Blöcke, die wir placen, damit er nicht den Bogen gehen kann, den wir gehen können. Heißt, wir gehen engeren Bogen, genau auch hier wieder. Ne? Immer schön engen Bogen gehen, vielleicht ein bisschen Blöcke placen, damit er sich vielleicht ein bisschen daran aufhält. Da ist ein anderer Typ, wir turnen nochmal kurz und vielleicht wird er jetzt auf den gehen, macht er auch super. Heißt, wir können kurz essen. Ich möchte halt meine beiden Extraherzen haben, wäre mir schon ganz wichtig. So, hier können wir mal gucken, wir haben es auf 2. Ich will mich aber noch nicht verraten, so wirklich. Deswegen gehen wir nochmal kurz auf ihn drauf, ohne uns zu verraten. Deswegen stehen wir mal hier auch drüber so ein bisschen. Weil ich möchte das halt noch ein bisschen innehalten, meinen Spezial-Enderperle geworfen. Okay, super. Da hinten hin. Heißt, wir gehen nochmal kurz mit ihm. Du kannst mir nicht entkommen, lieber Kollege. Das ist die Border auch schon. Heißt, wir gehen da so lang. Wir müssen ihn dann hoffentlich bekommen hier. Ja. Hauptsache die Angel wieder mal schwingen, um mich fernzuhalten. Ja, mach das mal, Kollege. Aber auch das schaffst du nicht. Du schaffst es nicht. Jetzt noch 8 Herzen. Ja, ist okay. Müssen wir bekommen. Haben wir bekommen. Super. Ordentlich viele Äpfel bekommen. Richtig viele. Super, super geil dafür. Super geil, Alter. Ein paar kurz Sachen. Wir müssen uns wegstellen von dem ganzen Stuff. Deswegen können wir uns Sachen mal eben kurz hier rauswerfen. Wir können auch, natürlich habe ich mal in meinem Tipps und Tricks Videos erzählt, wir können auch einfach ein paar Kisten machen. Dass wir die quasi aufstellen, in die Sachen reinstellen, kurz alle Sachen in die Kisten packen, ganz, ganz schnell mit Shift und linker Maustaste. Und dann hast du quasi die ganzen Sachen schon so drin. Nur noch einer lebt. Okay, pass auf, Leute. Ich wollte euch mal was zeigen, Leute. Und zwar einen kleinen Trick, den ich ganz gerne anwende. Fürs Deathmatch, vor allem für Wasserläufer. Und zwar nimmst du eine Stelle, die einigermaßen geil ist. Ja, vielleicht sogar die Stelle da unten ist vielleicht ganz geil. Ist da hier irgendwo der Typ? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir gehen hier unten rein, stacken uns hier kurz nach oben und placen Wasser. Das Stacken machen wir so, weil das Wasser dann besser abfließt in alle Richtungen. Und man kann das Wasser eben nicht mehr wegmachen so einfach, weil man eben auf dem Block da oben nicht hinkommt. Das heißt, wir haben jetzt eine kleine Falle gebaut. Weil wir haben eben Wasserläufer 2, müssen uns nur von ihm attackieren lassen jetzt gleich. Und ich hoffe, es wird funktionieren. Und zwar turnen wir jetzt gleich mal ganz kurz. Und zwar jetzt nehmen wir ein paar Hits mit. Wir können durch Low gehen ein bisschen. Ist gar nicht so wichtig. Okay, gibt's aber auch relativ gut. Wir gehen kurz hier rein ins Wasser, essen mal kurz. Und jetzt haben wir Wasserläufer und können da natürlich sehr viel mehr mit anstellen. Und können den hoffentlich bekommen. Ja, machen wir sehr gut. 3 und gewinnen die Runde, Leute. Das war... gut gemacht, auch clever. Man muss eben auch mal versuchen, GG. Wir müssen ja auch mal versuchen, so ein bisschen an taktischen Szenarien uns auszudenken, Leute. Es ist ganz wichtig, dass man vielleicht ab und an mal so versucht, Sachen zu präparieren, damit man eben seinen Vorteil ausspielen kann. Und das war eben so ein Moment, wo man das ausspielen kann. Fand ich eigentlich clever. Wenn ihr auch Ideen habt, wo man Sachen ausprobieren kann im Deathmatch, sagen wir mal vielleicht irgendwie... Fallschaden 3 und dann baut man sich nach oben oder geht auf den Berg oder so. Sehr gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und dann gibt es die nächste Folge. Haut rein, macht's gut. Daumen nach oben lassen, nicht vergessen. Tschüssikowski, ciao!